Na dann, zeig mal, was du kannst. Fuck! Mann, ey, dass du auch immer deinen Schlüssel vergessen musst. Mama? Süß! Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel ev. Yeni değil mi? Anne, üstümü giyiniyorum. Ach, stell dich nicht so an, ich hab dich schon nackt gesehen. Ja, da war ich ein Kind. Ich war 4 Stunden im Flieger. Ja, lass uns was essen gehen, ich hab wirklich Hunger. Hat, 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 komm. Ja. Çabuk. Hat, hat. Ja. Braucht das jetzt einfach, als gefallen. Das kann ich nicht machen, das glaubt mir doch kein Mensch. Warum? Mach doch die bescheuerte Werbung nur, um Geld zu verdienen. Das hat doch nichts mit Emanzipation zu tun. Pass auf, ich zitiere mal aus deinem Artikel zu ihrem Shooting, ja? 14. April 2011. Deutsch-Türkin genießt Akt der Emanzipation. Ha? Dann ist jetzt Stufe 2. Eine Türkin, die Werbung mit Sextoys macht. Das ist ein Knaller, das ist was fürs Feuilleton. Du musst mal zwischen den Zeilen lesen. Das klingt für mich nach einer billigen PR-Nummer. Oder steigt sie dir gerade aufs Dach, weil du den Deal abgeschlossen hast? Und jetzt willst du mich benutzen, damit sie dir den Arsch nicht aufreißt. Er kann zwischen den Zeilen lesen. Sieht aber nicht sehr türkisch aus hier. Danke. Wir sind ja auch in Deutschland, Mama. Ja, das weiß ich. Ich hab dich hier großgezogen. Wir sind doch immer türkisch essen gegangen und nicht in so einen Schickimicki-Laden. Ja, wir dann, ne, biliyorum. Aber früher hatten wir auch kein Geld. Was willst du damit sagen? Ich habe immer hart gearbeitet, damit wir genug zum Essen haben. Das weiß ich doch, Mama. Und jetzt kann ich dich mal zum Essen einladen, okay? Ja, danke. Aber türkisch wäre mir schon lieber gewesen. Von ja. Das ist doch Raoul. Ja, das ist Raoul. Nein. Raoul! Mama! Komm, nein, ist Raoul, doch. Anja, bleib hier. Meine Mama liebt Raoul über alles. Als das mit uns vorbei war, war sie diejenige, die im Bett lag und tagelang Eiscreme gefuttert hat und geheult hat. Schön, dich zu sehen. Ach. Gott. Als ich mich für das Herrenmagazin ausgezogen habe, hat sie 2 Wochen lang nicht mit mir geredet. Aber als ich Raoul verlassen habe, hat die einfach mal 2 Monate lang nicht mit mir gesprochen. Hallo? Hallo. Wer ist das? Das ist meine Freundin, Wilma. Ich kenne dich irgendwoher. Ja, du spielst doch immer diese schrecklichen Rollen, ne? Wer ist das? Oh! Gott, wer wohnt hier? Hier in dem ganzen Scheiß. Kumpel. Wir bleiben jetzt aber nicht hier. Nein, ich muss den Jungen auch mal sagen, dass er abhauen soll. Ja. Und seit wann bist du wieder in Berlin? Seit ein paar Stunden. Wie lange bleibst du? Ich habe den Rückflug noch nicht gebucht. Warum nicht? Sag mal, kann denn Sula nicht in der Serie wieder mitmachen? Mama, hör auf! Sei mal still, du brauchst die Arbeit. Es ist ja süß, wie deine Mutter sich um dich kümmert. Aber tut mir leid, die wollen Sula nicht mehr in der Serie. Es ist nicht so leicht, wieder zurückzukommen. Also ich bin wieder dabei. Warum ist sie dabei und du nicht? Weil ich anständig bin und nicht gleich mit jedem ins Bett gehe. Raoul, du weißt, Sula hat Kosmetikerin gelernt. Das kann sie doch wieder machen. Braucht ihr in der Serie nicht jemanden, der Make-up macht? Sula, ist alles okay? Oh ja. Du siehst nicht so aus. Jetzt sei mal ruhig, du brauchst die Arme. Ich muss auf Toilette. Ja. Das Kind ist fix und fertig ohne Arbeit. Okay, ich mach den Artikel.
Aber nur, Punkt 1, weil ich Mitleid mit ihr habe. Und Punkt 2, weil ich ihr zumindest ansatzweise glaube, dass sie wirklich die Motivation hat, das aus seriösen Gründen zu machen, nicht wegen der Kohle. Oder weil sie so untervögelt ist, dass sie umsonst irgendwelche Sextoys abstauben will. Junge, du bist in Ordnung, das wusste ich doch. Sina, was ist los? Nicht jetzt! Oh Gott, ich bin so geil! Komm, ich zahle das Essen. Komm.